Hallo Leute, heute mal wieder ein kleines Video zu so einem Netzteil, zu einem Servernetzteil. Ich habe das vor einer Weile mal für 15 Euro auf eBay gekauft, ist nicht teuer. Aber für die Leistung, die wir da rauskriegen, ist vor allem für den Modellbau oder auch so für den Hobbyschrauber sehr interessant. So bekommen wir hier 12 Volt mit 35 Ampere. Man kann, glaube ich, auch ein paar Stück davon parallel schalten, dann kann man eben auf knappe, ja, 70 wird man nicht erreichen, aber ich sag mal so 60 Ampere werden bestimmt schon drin sein und so weiter. Bin ich mir nicht sicher, das werden wir vielleicht nochmal in einem anderen Video uns anschauen, ob das möglich ist. Dann müsste ich mir noch ein paar mehr davon bestellen. Ich habe damals nur eins davon bestellt und das werden wir heute mal modifizieren und umbauen. Ich habe geguckt auf eBay gerade, weil ich das ja schon eine Weile liegen habe, dieses Servernetzteil. Die Dinger kosten so 10 Euro momentan, so im Schnitt. Hier vom Computer Store Berlin gerade. Da sieht man es nochmal, 12 Volt, 35 Ampere Max. Hier kostet das Ding 15 Euro, natürlich alles Gebrauchtware, was will man da warten? Die Dinger bekommt man auf jeden Fall nicht neu, aber ihr seht, für 10 Euro ein Netzteil, welches euch mal eben dir nichts 400 Watt oder 430 Watt zur Verfügung stellen kann. Und das ist gar nicht verkehrt, vor allen Dingen so für so Schrauber, wenn man so Benzinpumpen testen will, so Kleinigkeiten, ja, keine Ahnung. Elektrische Sachen. Man kann die Dinger auch, ich weiß nicht, ob die es auch können, aber wir haben damals ein anderes Netzteil umgebaut. Auch ein Video dazu auf YouTube bei mir. DPS 600, oder wie die Dinger heißen, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, aber die konnten auch 40 Ampere und man konnte mit Modifikationen konnte man die Spannung verstellen und somit konnte man damit auch eine Autobatterie zum Beispiel laden. Also da gab es relativ viele Möglichkeiten, das einzusetzen, aber heute wenn wir das Netzteil vorbereiten. Ich brauche es diesmal für einen Autolüfter, der wahrscheinlich auch so 10 Ampere zieht oder sowas. Und zwar wird der ein bisschen zweckentfremdet, aber das ist ja erstmal völlig egal. Und eine Benzinpumpe soll darüber getaktet werden. Eventuell, da muss ich auch nochmal gucken, ob ich das darüber laufen lasse oder nicht. Mal gucken. Ich würde sagen, wir zerlegen die Kiste einfach mal so ein bisschen. Oder es gibt natürlich auch eine Anleitung im Netz. Den Link dazu findet ihr, wenn ich dran denke, natürlich in der Videobeschreibung. Ich schalte mal kurz um. So, Bildschirmaufnahme, agree. Das ist die Anleitung hier von Etsy Groups. Da hat es schon mal jemand umgebaut, 2012 sogar. Gar nicht gewusst. Da hat er sich so ein bisschen was rausgesucht, wie man das Teil halt ja, kurz schießen kann quasi. Laut unserer Anleitung ist es dann also wie folgt. Wir haben hier plus 12 Volt. Bleiben wir so ein bisschen halten. Plus 12 Volt, Masse. Hier oben fangen wir an mit Pin 18, 5 Volt und so weiter und so fort. Und hier haben wir dann Pin 26 fängt hier an und wir zählen dann nach links weiter. 27, 28 und so weiter. Hoppla. Heißt, wir werden jetzt anfangen, nach Anleitung das Ganze umzuklemmen bzw. anzulöten. So, ich zerlege mal kurz ein bisschen das Netzteil, so dass ihr nachher sehen könnt, was wir hier machen. Also bitte immer dran denken, 230 Volt kann ganz schön Aua machen. Deswegen sollte man als Laie auch ein bisschen vorsichtiger sein. So, machen wir alles ein bisschen beiseite. Gucken, Schrauber vergessen, nee. Lüfter einmal beide ab. Ist schon ein bisschen warm geworden, schon ein bisschen benutzt worden, das gute Netzteil. Ein bisschen staubig ist es. Wie gesagt, es ist gebraucht, auf eBay geschossen. Also ein Schnapper zu der damaligen Zeit. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Da ein bisschen Flussmitte, links der Kollege ist 12 Volt.
So. Damit sollte das Netzteil jetzt eigentlich schon starten. Das war's eigentlich, glaube ich. Jetzt kommen hier noch Plus, also Minus und Plus Kabel dran. Hier links. Minus und Plus. Da gehe ich mal ganz kurz was holen. Ob ich noch was da habe überhaupt. So. So, zwei Käbelchen abisoliert. Jetzt ist die Frage, jetzt können wir einmal was da drunten mit anlöten, aber die sind ja. Ja, hier ist bloß eine Durchkontaktierung. Ich würd schon sagen, wir machen es so, dass wir einen Teil nach unten löten, einen Teil nach oben löten. Das heißt quasi, ich zeige, was ich meine. Ich teile das Kabel so ein bisschen auf. In oben. Und unten. Ein bisschen. So. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Erstmal so ein bisschen. So. So. Genau so. So. So, jetzt löten wir schön das schöne Pluskabel einfach direkt drauf. So, damit sind alle Käbelchen dran, würde ich sagen. Oder? Dann würde ich sagen, bauen wir das gute Stück mal einmal wieder zusammen. Ich denke mal, man kann hier bestimmt auch nochmal einen Lüfterbund machen. Müsste man gucken, ob es hier auch wieder so eine Signale gibt, die vom Mainboard kommen würden, normalerweise. Aber Lüftermod ist eigentlich irrelevant, weil der Lüfter läuft ja sowieso. Heißt, der ist ja auch laut. Also ist es völlig egal, ob das Netzteil vor sich her säuselt oder nicht. So. Schauen wir den Kollegen mal wieder ein bisschen zusammen hier. Zack. Alles zu. Dann kommen jetzt die Schräubchen. Dann machen wir gleich mal einen Funktionstest, ob es denn angeht, das Netzteil. Einen Lasttest kann ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Übrigens so als kleiner Hinweis, zur Mining-Zeit waren diese Netzteile auch gar nicht so verkehrt. Da konnte man hier vorne dann ganz viele 8-Pin anschließen.
Und dann konnte man die einfach so parallel zu anderen Netzteilen schließen, ohne große Konsequenzen eigentlich. Also haben auch viele Leute praktiziert tatsächlich, also einige, die ich kenne, die haben das benutzt. War eine günstige Alternative. Ich habe selber auch zwei, dreimal benutzt bei ein paar Karten, wo ich keine Netzteile hatte. So. Dann würde ich sagen, tun wir jetzt mal gucken, ob das Netzteil angeht. Netzteil läuft. Da hinten leuchtet eine LED. Ich versuche es mal ganz kurz zu zeigen. Da leuchtet die LED. Und dann... Schnappen wir uns mal... Schnappen wir uns mal das Multimeter. Das Multimeter ist leider nicht mehr eingebunden auf Kamera. Aber ich denke mal, das reicht, wenn ich so zeige, oder? Auf Spannung ist gestellt. Und wir haben sogar ein bisschen mehr. Wir haben 14,5 Volt raus. Ja, 14,5 Volt kriegen wir hier raus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Netzteil ist an. Jetzt könnte man die Enden nochmal zusammenhalten und gucken, ob es knallt und ob es ins Kurzschluss geht. Aber das funktioniert eigentlich alle da. Da sollten wir nichts dran verändert haben. So. Hinten das Kabel sollte natürlich auch richtig reingesteckt sein. So. Das war's eigentlich schon. Das gute Stück funktioniert. Falls Fragen sind, unten in die Kommentare und falls ich Zeit finde, versuche ich sie so zu beantworten. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.